Ja, willkommen. Wir spielen mal wieder Borderlands 3. Wir sind noch im Kompaktor unterwegs und müssen mit dem Bürgermeister labern, der hier irgendwie gleich in der Nähe ist, oder? Ja, nein, du meinst, wir sind noch im Müll unterwegs. Oh, guck mal. Ja. Hoffentlich erwacht das Ding nicht zum Leben. Hallo, Bürgermeister. Mir gefällt es hier irgendwie. Für Trashlantis! Dann willkommen. Also, dieser Konstruktor kann den Träger verstärken. Aber er muss repariert werden. Du musst einen kompatiblen KI-Chip und ein neues Konstruktorauge finden. Freddy hat zugehört und Freddy kann helfen. Wenn du eine Nachrüstung bei einem Konstruktor installieren willst, brauchst du eine Menge Energie. Hau ein paar Loader kaputt und schnapp dir ihre Energiezellen. Du brauchst einen ganzen Haufen. Die wilden Bots vom Abfallgrad müssten einen Hyperion KI-Chip haben. Besorg ihn für Trashlantis. Aber sei vorsichtig, Kammerjäger. Wir haben schon viele Trashlantianer im Abfallgrad verloren. Ja, ja, immer dieses Trashlantis. Ach, ich sehe gerade, mein Inventar habe ich letztes Mal verkauft. Sehr schön. Warte, ich gucke auch mal. Ich habe Kugeln mit deinem Namen. Ist zu schön im Angebot. Moment, so war das nicht gemeint. Jeder hat seinen Preis. Sterben ist was für Idioten nee. Und Psychos. Dr. Selbst peppelt jeden auf. Hallo? Ah. Wir sind hier fertig. Gut. Also ich bin soweit. Ich auch. Ja, hier müssen wir lang. Du solltest. Oh ja, hier klingt schon nach Gegnern. Sieht so aus. Was da ist vorne ist da schon irgendwas. Hier ist eine Mission. Also die können wir aber nicht machen. Das ist eine. Oder? Ist das eine Addon-Mission? Kannst du mir helfen? Tatsächlich. Wollen wir helfen? Komm, wir machen eine gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat. Ich heiße Joy und bin ein guter Junge. Ich bin nicht wie die anderen Killbots, die man hier so sieht. Die Leute sagen, ich habe ein Herz aus Gold und kann niemandem wehtun. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte reiß mir nicht das Herz raus. Bitte reiß mir nicht das Herz raus. Oh, Herz aus Gold. Ach, Peter, du scheinst ein echt netter Bot zu sein. Ich würde dir nie was antun. Also, das ist eine Erleichterung. Alles, was ich mein Leben lang schon wollte, ist ein Picknick mit einem Freund. Kannst du mir helfen? Oh, aber ich habe nicht so ein Picknick. Kannst du was für mich sammeln? Weißt du, ich bin ein Mängelexemplar. Dann können wir gleich beide Missionen machen, weil wir können ja beides einsammeln. Ich kämpfen wollte. Ich bin für Liebe, nicht für den Kampf. Aber nicht für diese One-Night-Stand-Bots. Das ist was anderes. Haha, kennst du schon die One-Night-Stand-Bots? Aber die haben mich auch rausgeworfen. Nette Leute wie ich können hier wohl nicht überleben. Ich will doch nur ein Freund. Die machen ganz schön Damage da. Ach ja, wir haben ja wieder hier irgendwie die Superkräfte aktiviert. Ja, aber mittlerweile haben wir auch jetzt für die Schwierigkeit wieder ein ganz gutes Setup. Jupp. Mittlerweile. So, und die legendäre Waffe. Großes gebrochen. Machen schon ganz schön Schaden, Kollegen. Ja. Oh, durch Daddy. Futter für die
Geier! So, das war das erste Mal. Mal gucken, was da so rumliegt. Einiges. Vor allem auch einiges Wertvolles. Oh, jetzt sind da die Sachen. Torquasen, Zielgenauigkeit, Nachladegeschwindigkeit, Schildladeverzögerung und sowas. Das nehmen wir mal mit. Können wir, glaube ich, mal einsetzen. Das ist meine Artefakt. Ja. Nee, können wir gar nicht. Das ist gar nicht meine Klasse. Falsch. Mein äußerst effektiv gegen. Das könnten wir nochmal testen. Den Raketenwerfer. Ich sag mal Anti-Rüstungs-Raketenwerfer. Das könnte ganz praktisch werden. Ja, das klingt nicht schlecht. Ein Sturmgewehr mit gut Schaden. Nur die Granate testen. Zwei Jumping-Granaten, das ist auch ganz cool. Das. Das ist nicht gut, ne? Ui, so ein Ding wieder. So, das habe ich schon. Dann gucken wir uns mal hier durch. Nee, das ist nicht für mich. Eine Schrotflinte. Mit diesen Tracking-Waffen bin ich auch nie richtig warm geworden irgendwie. Nee, nicht so wirklich. Weil es dauert halt ewig, bis du Gegner getrackt hast. Hier liegen auch übrigens die Energiezellen rum teilweise. Ja, kann man auch sprechen. Na, was macht denn also hier liegt ein Maschinengewehr mit 288 Schaden. Hab ich besseres. Magazin große 50 und halt. Gut, aber hat auch nicht so eine große Infusionschance. Was? So ist das. Ich habe alles weggeguckt. Ich glaube, da drüben hat es noch ein zerlegt. Ja, da hinten liegt noch irgendwas. Und hier unten müssen wir noch einen Teil finden. Ja. Ich bin so gespannt, wie sie den Hangman Jackpot gestaltet haben. Das neue Add-on ist ja richtig geil. Ich habe mir zwar was zu diesen neuesten angeguckt. Doof ist halt, vom Level her bräuchten wir erst die anderen Add-ons davor. Alles andere bringt nichts. Ja. Hier oben, ja. Nee. Ein Schirmchen. Oh, das ist wunderschön. Das wird für Stimmung sorgen. Ich bin so aufgeregt. Wetten, den Typen müssen wir dann doch erschießen oder so. Ja. Ein Sturmgewehr mit 1000 Schaden. Das klingt an sich ja jetzt erstmal nicht so schlecht. Schild, Schnellladen. Das sieht ja klassisch aus. Das will ich mal testen, das ist doch nicht stark, aber. Guck mal, das sieht aus wie so richtig schön klassischer. Ja, so einen habe ich auch. Ich glaube. Die machen teilweise gut Schaden, die Dinger. Ja. Ich hätte halt mal so gerne so eine neue Maschinenpistole. Pistole? Ja. Na, ich habe jetzt so eine gefunden, so eine Pistole. Ich noch nicht. Wir können auch erstmal in die. Wir gehen erstmal in den abgezwängten Teil hier vorne und holen da die Teile. Mal Munikisten aufmachen, ja. Wo willst du jetzt hin? Guck mal auf der Map in diesen abgetrennten Teil. Also hier rein. Ja. Weil da sind zwei Teile, die wollen wir uns erstmal. Wir sagen, hey, endlich mal der Menschen hier kicken. Hahaha, die Ulti haut auch rein. Ey, du musst ja hier springen. Sorry.
Oh, ich bin in der Ecke, scheiße. Ich bin grad selbst umgelegt. Kann Dennis gleich mal Hilfe brauchen. Hilfe. Geh gut. Lass mich nachladen. Oh. Wenn ich das nachladen will. Ja. Hätte dir jetzt aber auch nicht helfen können, ich hätte selber mit den Typen genug zu tun. Das können wir natürlich auch machen, heute ist das Wetter schön. Björn fragt gerade, ob wir heute los wollen zum Angeln. Das wird auch passen, weil er morgen eventuell mal ein Info beikommen wollte. Hast du heute was vor, ab 14 Uhr? Nö, eigentlich hätte ich nur Max vor. Dann schreibe ich jetzt, dass das passt. Ja, das kannst du auch anders mal machen. Ja. Ich habe jetzt geschrieben, das passt. Gut, Damage macht das Ding, hat aber halt keine hohe Schussfeuer. Aber meine Ulti ist gegen Menschen gut. Da muss man einfach nicht. Der hat nur noch ein bisschen geschrien. Warte mal kurz. Ja. Ja, Max hat geantwortet. Bonusschaden. Schild. Das ist ein Frostartefakt, das brauche ich nicht. Nee, Sniper will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das nicht. Nee. Jetzt bin ich eigentlich 45. So, hier muss jetzt auch da oben liegt das nächste Teil. Ach, sieht aus wie eine Decke. Ja, das wird als Decke funktionieren. Oh, wie toll. Ach, da liegt was drauf. Scheiße, ich wollte nicht runterfallen. Das Echo einsammeln. Oder war das gar kein Problem? Heute ist etwas Seltsames passiert. Ich hatte Müllsammeldienst. Da sucht man im Müll nach Sachen, die man gebrauchen kann. Und da habe ich mein Gepäck gesehen. Es war bedeckt mit faulen Fischen und leeren Flaschen. Aber es war meins. Jemand muss mein Zimmer ausgeräumt haben. Hey, hallo Kollege. Oh, Feuer geht hier gut, Feuer geht richtig gut. Feuer geht gut und zur Säure-Ulti geht auch mega gut. Ah, aua. Bist du irgendwo ganz schön durch den Flur? Ja. Das. Schau. Ah, nee. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ja, dann machen wir heute bei dem schönen Wetter nochmal einen gemütlichen Nachmittag. Jo. Was ist das?